Ich dachte ja eigentlich, ich schneide das raus, wie ich gar nicht auf Level 5 trainiere. Dann dachte ich mir aber, ich brauche die hier draußen gar nicht trainieren. Das kann ich auch in der Höhle machen, weil es macht eh keinen Unterschied. Und dann trainiere ich halt so weit, dass Bamboo Level 7 hat im Idealfall. Aber das, da lasse ich mir jetzt einfach mal drauf ein, überrasche mich selber. Nachdem mir eingefallen ist, dass es die Gegner drinnen Items hinterlassen, die ich später auch noch brauche, wäre es ein bisschen unklug, hier draußen meine Zeit zu verschwenden. Ist das die Höhle? Also, ist was, Victor? Kennt ihr die Höhle des ewigen Eises? Yep, schon mal gehört. Ist sie das etwa? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall sollte sie sich in der Nähe des verwunschenen Waldes befinden. Erzählungen über diese Höhle sind mir auch schon zu Ohren gekommen. Es soll ein wundersamer Ort sein, vollständig in Eis gehüllt. Alles, was ich weiß, sind nur Geschichten, die mir mein Großvater erzählt hat, aber die Höhle soll bis hoch über die Nebelschicht fühlen. Führen. Ich glaube, ich habe ihm gerade fühlen gesagt. Das ist ja großartig. Euer Großvater ist wohl ein sehr gelehrter Mann, Meister Victor. Wenn wir den Nebel stößen haben und uns endlich wieder die strahlende Sonne wärmen, richtet eurem Großvater doch bitte bei passender Gelegenheit meinen aufrichtigsten Dank aus. Großvater hat mich viel gelehrt, aber leider ist er bereits verstorben. Das wusste ich nicht. Bitte verzeiht meine überflüssigen Worte. Schon gut, mach dir nichts draus. Recht hatte dein Großvater. Dann lass uns mal mit dieser großen, weiten Höhle anfangen. Höhle des ewigen Eises. Ah, welch berückende Idylle. Ja, wie schön es hier sein soll. Aber Natura betrifft dieser Ort selbst die ausgeschmücktesten Erzählungen. Diese prachtvollen Blumen, wie die wohl heißen mögen. Prinzessin, nicht anfassen. Die Pflanzen könnten giftig sein. Ich finde die Blümchen ja auch hübsch, aber vor allen Dingen finde ich es hier irre kalt. Gehen wir vielleicht mal? Wow, du sprichst damit ein wahres Wort, Bamboo. Ja, es wäre fast, als hätte ich es nicht ausgesprochen. Diese wohlstimmende Klöge, stimmt. Ich kann auch hochspringen. Alles klar. Achso, in diese Luftstrahlen sollte man übrigens nicht unbedingt laufen, wenn es sich vermeiden lässt. Weil sonst könnte man eine unangenehme Begegnung der dritten Art haben. Das lese ich jetzt mal nicht unbedingt vor, weil das ist mehr oder weniger uninteressant. Außerdem könnt ihr es in der kurzen Zeit auch lesen. Wobei, das ist auch so eine Sache, es werden die Charaktere mit eingebunden, um einen Geheimgang freizulegen, was so normalerweise auch in Final Fantasy nicht hatte. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Kleinigkeit, die das Spiel besonders macht. Gegenüber den anderen. So, jetzt bin ich in so einem Windstrahl gelaufen. Die können halt die aktuellen HP austauschen, was recht ekelhaft ist, wie ihr gesehen habt, weil sie dann jetzt locker mal 150 HP fehlen fast. Apparition. Kann ich eigentlich gleich mal auf ihn draufschmeißen. Auch noch interessant. Ey, ich bin jetzt aber nicht in diesen Wind gelaufen. Das sind hoffentlich normale Gegner, aber die hinterlassen Sachen, die ich gleich nach der Höhle brauche. Jawoll!
ziemlich ekelhaft. Zum einen können sie zaubern, zum anderen können sie mich einschläfen. Das ist gar nicht so lustig. Wow. Wenn die gar nicht schon 32 Schaden machen, obwohl sie irgendwo Zauberverteidigung besitzen müsste. Sind dringend noch wenigstens ein Level nötig. So, mal sehen, ob ich das. Ja, Jadestein. Genau den brauche ich nämlich. Im Idealfall wären aber mehrere fällig. Mit einem komme ich nicht weit. Das ist allerdings die doofe Kombination, die ich fand auch recht lahmarschig. Abwehr. Sollte ja wahrscheinlich im Fall eintreten und. Oh. Ach, nur ich schlafe fast. Jawoll. Vorteil an Eis: er hält nicht wirklich was gegen Feuer aus. Level 5 erreicht. Zack, das ging flott. So, wenn ich mich nicht irre, hat Belias auch gerade Mobility erlernt, oder? War das vielleicht sogar schon hier aus seinem. Ja, wunderbar. Cool. Das ist natürlich genial. Er hat jetzt schon Level up und ich empfehle. Phantom brauche ich hier drin nicht. Ich empfehle eigentlich jedem, gleich von Anfang an ein Level up auszurüsten. Das ist das Beste, was man macht. Pestizid brauchen wir auch nicht. Stattdessen schützen wir ihn mal gegen Blind. Wunderbar, freut mich. Ein Potion. Oh, das war knapp. Garnet sich immer ein bisschen erschreckt, das Lusten. Ceiling Quader, ja, da brauche ich auch tatsächlich später zwei Stück. Mit einem komme ich da nicht sehr weit. Hör auf, blöder Wind. Vielen Dank. Tja, wenn man darauf nicht achtet und das nicht weiß, dann tut man sich hier in der Höhle, glaube ich, dann schon ein bisschen schwer. Dann denkt man sich, oh, das ging ja viel zu schnell. Das ist ja lame. Tja, Spiele sind in keinerlei Hinsicht lame. Ah, hier, warte mal. Phoenixfeder, sehr subtiler Hinweis, Spiel, vielen Dank. So, hier ist jetzt die letzte Stelle, glaube ich, wo ich noch trainieren kann. Deswegen sollte ich wenigstens schauen, dass ich noch Level 7 herkriege. Jetzt habe ich echt das Nachsehen. Der Lederarmreif gefällt mir sehr gut. Den rüste ich nämlich gleich für mich aus. Warum ich den nicht gar nicht ausrüste, werdet ihr auch noch gleich erfahren. Ich werde nämlich Vivi auch das Seidenhemd vom Leibe reißen. Also Victor. Schon. Rasend schnell, also prozentual gesehen, gar nicht zappel zu stehen sind. Also die schnellste Möglichkeit, dieses Kämpfen zu beenden, ist wirklich voll, dass es auch einen Kampf und ihre Konsistenz eine relativ hohe Verteidigung haben. Das ist im Idealfall nur noch ein Kampf. Aber ich glaube, das haut nicht hin, da müssen wir in ganz seltenen Fällen kann, glaube ich, können, glaube ich, vier Kampfbedingungen erscheinen.
aber nur im seltensten Fall. So kann ich es nicht machen. Da bei den 10 Punkten scheiße aus der Runde. Das ist alles ganz, ganz legitim. Das ist okay. Das heißt, es ist 1,5-fach, nicht das Doppelte, aber trotzdem genug. Und glaubt mir, das kann er brauchen. Und ihr werdet es. Definitiv. Ich habe Bestienköder. Oh. Wo war das überhaupt drin? Hier noch und da? Nee. Das heißt, ich kann den hier weglegen. Was nicht weiter tragisch ist, da es absolut keine Auswirkungen auf die Werte hat. Da ist der Mondsplitter ganz, ganz bescheuert. Ganz, ganz schlecht, wenn jetzt was sagen. So. Position nach hinten rücken. Dann werde ich mit ihr Vita benutzen. Und ich brauche sie eigentlich hier noch gar nicht auf Level 6 großartig trainieren. Ihr fahrt gleich vor. Ich versuche mal Spannung aufzubauen, aber ich glaube, das funktioniert nicht ganz. Weil das ist so unterschwellig, dass es schon unterirdisch ist, sonst keiner mitbekommt. Verglühe, Kupo! Hast du etwa nicht mehr alle Bommel auf dem Kupo? Das konnte ich jetzt nicht lesen, das war zu schnell. Active Time Event? Wockmeier, jetzt schon wieder? Ich dachte, ich hätte hinter mich. Ja, komm. Es sind, glaube ich, ja, es sind nur 3 Punkte. Das können wir noch schnell über uns ergehen lassen. Zack, zack, zack. Ach ja, Tetra Master. Das ist, glaube ich, eine kleine Zusammenfassung über das, was uns auch der Seitenstraßen-Jack genannt hätte. Naja. Gibt's denn was Schönes fürs Moped? Geht klar! Ich hätte so gerne einen Brief, dann speichern wir erstmal. Ich habe nämlich irgendwie gar keine Lust, gleich drauf zu gehen. Weil mir die Burg. Irgendwie bewegt er sich kaum. Ob das so gesund ist? Man weiß es nicht. So, schauen wir mal. Das dauert das so lange. Komm, sonst gehen wir noch ohne dich weiter. Ich komm ja schon. Meister Victor, sei ihr wohl. Das Lustige ist, die sind absolut starr. Mensch, Alter, alles klar. Wo er will ja. Was ist los mit euch beiden? Alter, das ist jetzt aber nicht gerade der günstigste Zeitpunkt für ein Köchchen. Belias! Keine Chance, diese Code.
Nein, gar nicht auch? Gar nicht? Auch K.O. Mist, Alter. Ich gebe auch gleich um. Bad, lebt's also noch? Hättest du dich auch friedlich schlafen gelegt, hättest du es jetzt schon hinter dir. Bist du etwa für dieses Schneegestöber verantwortlich? Du bist gar nicht mal so dumm, wie du aussiehst. Oh nein, was geht hier los? Nee, was geht hier vor? Los geht, weiß kein Mensch. Zieh dir Herrscher über das Biest. So, wird die Kuffer. Finde ich den Zielion. So, soll ich nun meinen logischen Rückschluss, warum ich mich in die hintere Reihe gestellt habe. Ich habe zwei Endbosse und will von beiden klauen. Vor allen Dingen der ist es. Mein Gegenüber kann ich jetzt nicht wirklich viel ausgeben. Sieht mir in der hinteren Reihe genauso wie an der vorderen. Und sie da nochmal das haben. Oh, damit habe ich alles geklaut, was der Sack übrig hat. Kann ich den jetzt schon mal platt machen? Versuchsweise aus der hinteren Reihe. Alter, ist die halt voll übertreiben. 48. Mir ist es irgendwie zu schade, rumzukommen. Ständig mit unseren Vorne zu stehen. Achso, ich würde jetzt ganz gut meine Draußenleisten finden. Jetzt hau auf. Na, ich glaube, einen Schlag und dann hat er es hinter sich. Der schwarze Tenor 1 ist dann ganz gut. Ich werde definitiv den gleichen Duschen gönnen. Was? Der lebt immer noch. Jöjö. Also gegen Zimmer werde ich definitiv dann nach vorne rücken. Los. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Schaden oder so. Ich habe ihn getrieben.
Spiel durch, vielleicht jetzt erstes Spiel gibt es gar nicht, wie die Wahrscheinlichkeit eigentlich dafür ist. Ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist, dass ich das spiele. Es war positiv. 72 normalerweise machen wir mehr Schaden. So, ich kann ziehen, nehmen, glaube ich, ein zweites mit dem Stehen. Ich glaube, das versuche ich sogar nochmal. Jedes Set habe ich jetzt schon geklaut. Das mit der geringsten Wahrscheinlichkeit. Deswegen gönne ich mir jetzt einfach nochmal. Muss ich das noch wechseln? Damit ich noch einen Schaden mache im nächsten. Glaube ich nur noch seinen zweiten Gegenstand bekommen. Das gefährliche Überziehen ist jetzt halt in der dritten Form. Macht er teilweise. Macht er nämlich teilweise genau das. Wenn ich da halt nicht aufpasse. Weil das ist nämlich einmal Eis da, einmal Eis. Weißt du, wenn er das jetzt noch zweimal macht, dann kommt er. Oh. Ach, sehr gut, er hat nur Schwinde gemacht. Na dann. Yes! Ja, fast unspektakulär. Aber nur fast. Alleine gegen zwei ist schon ein bisschen krass. Und eine High Potion, die kann ich sehr gut gebrauchen. Tatsächlich. Den ersten hat dieser Storch besiegt, sage ich. Aber die anderen beiden schnappen sich die Prinzessin ganz sicher, sag ich. Ist da wer? Wie auch immer. Guck mal, es ist schon warm genug, dass das Wasser wieder fließt. Ich hoffe mal, die anderen sind nicht schon erfroren. Klasse, bis auf ein paar Frostbeulen hier und da seht ihr alle schon ganz wieder ganz munter aus. Hey du, was ist dir eigentlich vorgefallen? Pff, eigentlich nichts Besonderes. Du verheimlichst doch irgendwas, Kerl. Ich sagte doch, es war nichts Besonderes. Kerl, mich beschleicht das Gefühl, dass du vielleicht während die Prinzessin bewusstlos... Alter, nun mach mal halblang. Ich weiß ja nicht, was in deinem kranken Kopf so alles vorgeht, aber... Belias, das reicht. Er sagte doch, es sei nichts gewesen. Wollt ihr Bambu etwa beleidigen? Aber ich habe verstanden, Prinzessin. Gut, auf jeden Fall freut es mich, dass alle wohlauf sind. Ich denke, wir sollten weitergehen. Bambu, was habt ihr? Hm? Ach, schon in Ordnung. Ja, man könnte jetzt hier auch noch runterspringen, aber da unten ist tatsächlich nichts. Ah, ich habe nie versucht, hier seine Wand da unten zu springen. Aber normalerweise dürfte da nichts sein. Wieso tauchen jetzt hier schon wieder Gegner auf? Das geht doch nicht. Ich hab mir den Dolch nicht ausgesucht. Hä? Ach so. Naja, gut. Das ist mal halt so richtig. Also. So, dass die Kombination hier gerade hier völlig durcheinander ist. Ich habe noch einen Jadestein bekommen. Ach, das ist doch alles so positiv hier. Ach, ja. So. Arsène Lupin. Und ich bin auch noch um einige stärker. Also ich zeige euch noch kurz hier unten. Ist nix. Also, ja, hier einmal runter. Dankeschön. Hier dachte ich, vielleicht könnte man noch die Wand springen, aber das wäre mir definitiv in einem von den anderen Malen aufgefallen, wo ich das Spiel gespielt habe. Denn ich bin bisher immer runtergegangen. Dann jetzt schnell raus aus dieser vermaledeiten Höhle. Hüpf. Hüpf.
Endlich befinden wir uns oberhalb des Nebels. Es geht doch nichts über einen klaren blauen Himmel. Sieh mal, da unten ist ein Dorf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Dorf schon mal gesehen zu haben. Ihr seid wohl schon viel herumgekommen in eurem Leben, nicht wahr? Die Welt, die ich kenne, befindet sich fast ausschließlich nur in Büchern. Vielleicht seid ihr ja schon mal in diesem Dorf gewesen. Wir sollten auf jeden Fall hingehen. Hey, nicht so schnell. Du bist eine Prinzessin, schon vergessen. Du weißt ja wohl, was das bedeutet, oder? Hier wimmelt es vielleicht schon von Leuten, die dich suchen. Wenn also jemand merkt, dass du die Prinzessin bist, dann gute Nacht. Was redest du da, Kerl? Irgendwelche Heimlichtuerei ist absolut unter der Würde der Prinzessin. Außerdem sind wir ohnehin schon halb auf dem Weg zurück ins Schloss. Was spielt es dann schon für eine Rolle? Und was bildest du, der hergelaufene Bandit, dir eigentlich ein, die Prinzessin zu duzen? Für dich heißt das ihre königliche Hoheit. Erspar mir dein Gesülze, Alter. Ich kann duzen, wen ich will, klar? Und wenn wir schon dabei sind, für wen hältst du dich eigentlich? Mach's hier einen auf feiner Ritter. Bitte, hört auf, euch zu streiten. Hört sofort auf, euch zu streiten. Und übrigens, Belias, ich habe nicht vor, ins Schloss zurückzukehren. Aber eines ist jedenfalls sicher. Ich sollte diese Reise nicht als gar nicht fortsetzen. Mein Kater fängt an zu husten. Sag mal, Bambu, wie nennt sich das hier eigentlich? Das Teil da? Naja, das ist ein Dolch. Aber nicht irgendeiner. Ein sogenannter Liliendolch. Extra scharf und schön verziert. Komm schon, Fini. Schlucken. Juri legt mir die Hand, seine Tatze auf die Hand, damit ich aufhöre, Fini zu helfen. Ich habe ihn auch halt auf die Schulter geklopft, damit er besser husten kann. Weißt du, kurze Klingenwaffen wie diese nennt man Dolche. Etwas längere wären dann Kurzschwerter. Die ganz großen, für die man beide Hände braucht, zwei Hände, und dann wären da noch... danke, ich glaube, das genügt. Ein Liliendolch, habt ihr gesagt. Prinzessin, der Dolch mag zwar klein sein, aber er ist trotzdem eine gefährliche Waffe. Schneidet euch bitte nicht. Liliendolch. Und Lilien waren ja schon immer meine Lieblingsblumen. Ich habe es. Nennt mich von nun an... Nein. Ich nehme meinen Lieblingsfrauennamen für die zweite Hauptcharakterin. Also für... Ja. Erste Hauptcharakterin, wenn man es als Frau sieht, aber zweite Hauptcharakterin, wenn man es mit Charaktere gleichsetzt. Nennt mich von nun an Lydia. Bambu, was haltet ihr davon? Also ich finde den Namen klasse. Ein absolut edler Name, Lydia. Jetzt müssen wir nur noch etwas mit deiner Sprechweise machen. Versuch doch mal einfach so frei von der Leber weg wie ich zu plaudern. Nicht immer so vornehm und hochgestochen. Gut, ich werde mir redlich Mühe geben. Nein, nein. In einem Fall wie diesem sagst du zum Beispiel... Was würdest du wohl sagen, Viktor? Okay, werde es versuchen. Okay, werde es versuchen. Das ist es, Lydia. Gut, nachdem jetzt alles geklärt ist, sollen wir dann mal so langsam... wollen wir dann so langsam mal? Ich kann schon nicht mehr sprechen.